Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Wirexhaus Aussie TV. Heute wieder mit passender Cappy zum Unboxing vom neuen Amebi RCX AMX Rock Caballo. Boris, du hast ihn in den Shop reingekriegt, richtig? Genau. Neo, du hast ihn zum Geburtstag gekriegt, richtig? Yay. So sieht es nämlich aus. Freunde, wir kommen gerade frisch vom Unboxing des Traxxas Ford Fiesta ST und dachten uns, warum nicht gleich einfach nochmal ein Video drehen? Und da die Firma Amebi keine Cappies mitgeschickt hat, müssen wir das heute leider in Traxxas Wear machen. Mhm. So, Boris, Amebi AMX Rock, hast du bisher auch noch nicht im Keller gehabt? Nein. Das heißt, wir werden jetzt mal mit so einem Teil-Unboxing hier im Keller starten. Und dann, Freunde, gehen wir auf jeden Fall wieder hoch auf die schöne Terrasse. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video. Sind wir auch schon wieder auf des Händlers Terrasse. Ja, Freunde, heute Double Unboxing. Muss man natürlich doch nutzen. So oft wie der Boris und ich uns in letzter Zeit sehen, mussten wir das heute nutzen. So, gucken wir mal den Amebi AMX Rock Crawler Caballo an. Und das Erste, was für mich erstmal neu ist, das war wohl beim AMX Rock schon beim Vorgänger so, dass wir diesen Schaumstoffkoffer hatten, den, wie ihr gerade ja im Video gesehen habt, der lässt sich da, ne, von so einem kleinen Burschen auch mal die Treppe hochtragen. Und das finde ich da schon mal sehr, sehr cool. Wir können quasi diesen Koffer gleich nutzen, um ihn in unser Auto zu schmeißen, um nachher raus an den Spot zum Fahren zu gehen. Das Ganze ist da schon mal ausgestattet mit einem Tragegriff. Ist da auch nicht sonderlich schwer, ja. Und obwohl jetzt eigentlich dort eine klassische Verpackung in dem Stil vor uns steht, können wir dennoch ein paar Informationen von der Kiste runternehmen. Und da fangen wir doch einfach mal hier vorne an. Und zwar haben wir hier ein Bild vom Produkt, den AMX Rock in der Form Caballo, weil er jetzt nämlich mit einem Bronco ausgestattet ist, haben wir uns ja in den RC News schon angeguckt. Und dann mal die simplen Informationen, dass es einen 35-Turn-Crawler-Motor mit dabei hat, ein 2-Gang-Getriebe, eine 2-Speed-Gearbox. Dann haben wir Differentiale zum Selbstschalten. Wir haben eine Winde mit dabei. Wir haben ein Hobbywing WP1060er ESC und auch Metall-Getriebezahnräder. Das Ganze ist ein 4WD-Modell, kommt mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung, ist 1:10 Scale und almost ready to run. Almost, weil kein Akku und kein Ladegerät. Was nicht drauf steht? Lichtzelt ist auch verbaut. Schaltbar. Vielleicht steht das woanders. Jetzt warte mal. Jetzt hier nicht vorpreschen. Bring mich nicht durcheinander. Der bringt mich durcheinander, der Typ. Wir haben doch nicht so viel Zeit. Weg da. So, Caballo. Immer noch das gleiche. Okay, steht nicht mehr drauf, dass das schaltbare Lichtzelt mit dabei ist. Also der Händler prescht schon wieder vor. Das hat man jetzt auch als Überraschungsmoment einmal. Nein. Doch. Die Leute wollen es gleich haben. Nein. Die brauchen die Informationen gleich geballt. Nein. So. Aber das ist schon wieder ein Spiegelbild. Mit einem Spiegelbild. Ja. Ich finde überall ein Spiegel, Boris. Merkt ihr das? So, hinten nochmal die Rückseite von der Schachtel. Da haben wir eigentlich nur noch Artikelnummer mit drauf. Und was ich euch ja gerade eben schon abgefilmt habe und jetzt hier nochmal kurz für euch einblende, das Fahrzeug gibt es in 5 Farben. Wir haben es in Grau Metallic, wir haben es in Grün Metallic, wir haben es in Hellgrau, wir haben es in Rot Metallic und wir haben es in Schwarz Metallic. Und heute hat der Neo für uns eingepackt den grün-metallischen. Und der grün-metallische wird uns dann nachher auch noch zur Testfahrt mit begleiten. Wohin? Wolfsburg. Danke. Anna Aquapark? Lisa. Aquapark. Wen treffen wir da? Die Jungs vom Bayerwald. Ui, 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 ui. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf, Freunde. Ja. Also da machen wir auf jeden Fall mit dem Caballo eine Testfahrt. Und der Boris, der dreht jetzt mal den Karton rum und
zeigt mal in einer smoothen Bewegung, wie man diesen Koffer öffnet. Ihr habt dann nämlich hier vorne 4 Sicherungen. Die machen übrigens immer seitenversetzt. Immer seitenversetzt. Für alte Leute ist das sehr verwirrend. Er bezeichnet sich als alt. War letztens schon beim Metzger so. So, und dann, wenn er das aufmacht, sieht das Ganze schon mal sehr aufgeräumt aus. Wir haben eine Bedienungsanleitung dabei. Da können wir mal gleich prüfen. Amewi gibt da einen Schlüssel mit dazu als Werkzeug. Ist da noch ein Radmotorschlüssel dabei? Nein. So ein Radmotorkreuz? Glaub schon, dass da eins dabei war. Mein Sohn hat schon ausgepackt. Also, genau. Es ist ein 3 mm Imbus dabei und eine M4er Schraube. Die brauchen wir später noch. Die brauchen wir später. Ich darf ja nicht mal vorpreschen. Aha. Man muss Spannung aufbauen in solchen Videos, ja? Dann ist schöne Bedienungsanleitung dabei mit schönen Ersatzteilen dabei. Cool. Also Ersatzteilnummern. Ersatzteilnummern, die und sind auch die Leute. Sehr gut beschrieben. Es sind da auch die Optional Parts mit dabei. Damit die Leute da gleich eine Liste schreiben können, die sie dir zuschicken können. Bei denen gibt es nicht so viel Optional, da ist schon alles verbaut. Das ist schlecht für den Händler. Aufkleber sind dabei. Oh, schön. Baba. Amewi. Dann natürlich ihr. 2 weiße, 2 schwarze. Werbe. Werbeheftel. Da gibt es ganz viele QR-Codes zum Abscannen. Hier nochmal, wie gesagt, für euch gezeigt der Plan. Also der Plan in erster Linie natürlich schon so, dass ihr die Artikelnummern für die Ersatzteile rausfiltern könnt. Und für den Fall, dass ihr natürlich eine Wartung an dem Fahrzeug macht, dass ihr auch wisst, welche Schrauben dann was genau lösen. Das finde ich sehr gut. Eigentlich im Prinzip auch schon als Bauplan, wenn man es so sehen will. Quick Start Guide inklusive Bauplan für die wichtigsten Komponenten. Wie zerlege ich einen Diff? Wie schraube ich einen Link? Wie lang und in welcher Position muss der Link sein? Pivotball-Position und so weiter und so fort. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Information über dieses Booklet geteilt. So, kommen wir weiter zum Koffer. Wie gesagt, sehr aufgeräumte Situation. Dann haben wir eine Funke mit dabei. Die begegnet uns ja in letzter Zeit häufiger an mehreren Modellen. Hat ein Schaumstoffrad, finde ich sehr, sehr gut. Dann haben wir auch hier gleich mal einen Crawler-Lenker mit dabei. Sehr influencerfreundlich. Ja, das finde ich ja immer richtig geil, wenn ein Dampfstier dran ist. Ich habe jetzt einen langen Daumen, das heißt, ich komme eh immer ran. Aber für andere oder für Kiddies ist es natürlich geschickt, wenn sie hier so einen Dampfstier haben. Dann haben wir analoge Drehrädchen. Wir haben dann hier auch für die Seilwinde einen Dreipunktschalter. Wir haben LEDs und wir haben dann einen Ein- und Ausschalter und hier nochmal den Druckknopf fürs Licht. Licht an, Licht aus. Seilwinde. Ja, habe ich schon gezeigt. Dreipunktschalter. Rein. Das ist Diffsperren. Ach, das Diffsperren. Okay. Seilwinde hier. Ja. Ah. Und dann mit dem. Und das ist erster Gang, zweiter Gang. Wo? Hier, zack. Hier, hoch. Steht auf H und. Ja, ich sehe das gerade nicht auf der Kamera. L und H. L und H. Also Low und High Speed. Ja, genau. Ja, fühlt sich soweit mal aber trotzdem ganz ordentlich an, die Funke. Oben ein kleines Display mit dabei, 2-Farben-Display. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich darf bestimmt nachher mal eine Runde drehen damit. So, Freunde, da haben wir jetzt den grünen Bronco. Ich würde sagen, den holen wir jetzt mal raus und machen mal einen vernünftigen Carporn. Fertig mit dem Carporn und sieht dieses Grün nicht sensationell aus, Freunde? Also hier oben im Tageslicht, anders wie im Keller unten immer mit künstlichem Licht, künstlich, da kommen die Farben einfach mal richtig raus. Und vor allem, wenn wir nachher auf der Strecke sind und die Sonne dann sich vielleicht noch mal sehen lässt, Freunde, da gebe ich euch noch mal Brief und Siegel, da haut euch das Ding mal so richtig ins Gesicht. Das wird ein richtiger krasser Klatscher, den hören wir noch ein paar Meter, ja? Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich freue mich jetzt auch drauf, den nachher in Action zu sehen. Und ich muss sagen, ich meine, ich kenne ja die Bereifung schon vom AMX Rock. Damals mit den Jungs vom RC Redpack unterwegs gewesen im Felsenmeer. Und also mir persönlich gefällt der Bronco mit den Reifen dann schon ein bisschen besser. Der sieht dann definitiv sehr, sehr aggressiv aus und sehr gut. Und ich würde sagen, wir fangen dort auch mal an, einfach das Fahrzeug von außen nach innen zu betrachten. Wir haben vorne schöne Metallschäkel an der Stoßstange. Wir haben auch hier den Windenausgang, auch schön mit einem Metallverschluss. Der hat auch noch Walzen mit dran. Das sind sogar richtige Walzen, Freunde. Die drehen da richtig mit. Nicht nur optisch, sondern egal wohin das Seil nachher geht, die Walze, die lenkt das.
Nochmal einen zweiten Schäkel. Dann die Bronco-typische Stoßstange vorne mit nochmal einem kleinen Rammer. Das Ganze aus Kunststoff gewählt. Dann haben wir die typische Bronco-Front. Wie ich euch schon sagte, schade, dass der Schriftzug des Caballos jetzt dort drin hängt. Da hängt normalerweise Bronco dran, aber nicht so schlimm. Haben wir halt an der Lizenz ein bisschen was gespart. Das macht natürlich den Preis von dem Fahrzeug ein bisschen attraktiver. Dann haben wir einklappbare Außenspiegel. Die sind an der Stelle auch mit einer Spiegelfolie beklebt von der Innenseite, was ich euch jetzt schlecht zeigen kann, aber es sind tatsächliche Spiegel. Und die Blinker sind funktionsfähig. Sind funktionsfähig, sehr cool. Dann haben wir auch gemuldete Türgriffe. Es wird auch oben schon ein Dachrack mitgeliefert, inklusive einem LED-Leitbar. Wir haben auch hier schön gemuldete Scheibenwischer. Schaut mal her, die lassen sich sogar bewegen. Die sind nicht nur fest gepappelt. Dann haben wir auch hinten das Bronco-typische Lichtset, also das Rücklicht. Dann auch schön einen gemuldeten Griff für die Heckklappe. Hier haben wir den Ersatzradhalter. Und dort für euch einfach mal die Information geteilt. Da war tatsächlich der Koffer schon vorher im Einsatz für den Jeep. Und man hätte jetzt auch für dieses extra Ersatzrad hinten einfach nochmal eine extra Mulde machen müssen. Das hat man gelassen. Deswegen hier die Aussparung und das Ersatzrad unten nochmal separiert im Koffer drin. Das heißt, ihr habt hier nochmal ein fünftes Rad. Vollwertiges, funktionierendes Ersatzrad. Heißt, wenn euch da mal wirklich was passieren sollte, könnt ihr das hinten abschrauben, den Reifen wechseln und seid dann wieder sofort einsatzbereit. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich das Radkreuz, das nicht der Sohnemann wieder verschlammt hat. Das hat er, haben wir bestimmt eingepackt. Ich trage es nach. So macht man Vetter übrigens nervös. So, Ersatzrad mit drin und für euch dann auch nochmal die Info geteilt. Hier sind ja die Reifen vom Fahrzeug nachher positioniert. Ihr könnt auch hier drin tatsächlich noch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Programmierkarte, einen Lipo-Checker, vielleicht da noch zwei Akkus. Und dann habt ihr wirklich in dem Koffer eigentlich alles drin, was ihr für den klassischen Crawler-Ausflug benötigt. Wir haben dann auf der Motorhaube vorne nochmal die nächsten gemuldeten Teile. Also da kriegt ihr wirklich an der Karosserie, sage ich mal, den vollen Umfang, den man beispielsweise auch an einem Traxxas TRX4 Bronco 21 bekommt, bis auf natürlich die fehlende Lizenz. Ja? Der so. Ist auch nicht dabei beim Traxxas. Ja, der ist auch nicht dabei. Und das Licht auch nicht und die Blinker auch nicht. Das kann man so sagen. Ja. Muss ich sagen. Ja, aber trotzdem will ich meinen Bronco nicht müssen. Meine Frau, ihren Bronco möchte ich auch nicht. Ja, mag Spaß. Ja, Freunde, es gibt immer wieder die Daseinsberechtigungen für die unterschiedlichen Art und Weisen. Und jetzt würde ich sagen, klappen wir das ganze Ding mal hoch und gucken uns das mal von innen an. Und es kommt mir aber sehr Traxxas bekannt vor. Zwinker, zwink. Zwinker, die zwink, zwinker, zwinker. So, Freunde. Aufbau vom Chassis kennen wir tatsächlich auch vom AMX Rock. Trotzdem ist es toll, den nochmal einfach separiert zu betrachten. Also hier wirklich eine vollwertige Seilwinde. Die ist da auch aus Metall. Die macht da auch einen richtig guten Eindruck. Und bin gespannt, vielleicht können wir die ja heute noch testen. Ich hätte definitiv ein schweres Fahrzeug dabei, womit wir mal Unimog. Die ein bisschen herausfordern. Hat der Unimog nicht eine Seilwinde? Nö. Der muss gezogen werden. Der muss gezogen werden. So, die Fender, die fallen da ein bisschen schmaler aus. Wie beim Original werden die hinteren da tatsächlich noch über dieselbe Größe verfügen, anders konzeptioniert sind. Also Freunde, brauchen wir nicht reden. Der Chassisaufbau ist dort ähnlich, wenn nicht sogar fast genau gleich wie bei einem Traxxas TRX4 Modell. Das müssen wir so festhalten, weil das entspricht auch der Wahrheit. Ja? Wir haben jetzt anders wie bei anderen Modellen nicht die klassische Magnethalterung, sondern wir haben hier eine Pinhalterung. Das heißt vorne zwei Schlangenzähne, die eben hier vorne sich reinfassen und dann werden die ganzen von unten verklipst. Das Prinzip kennen wir aber auch schon von anderen Modellen, haben hinten einen schönen Klappmechanismus und wie ihr sehen könnt, dann direkt schon mal die Steuereinheit der LED unter dem Interior sitzen. Interior habt ihr nämlich in dem Fahrzeug auch noch mit drin, allerdings ohne Fahrer. Und wer möchte, der kann dann mit ein paar wenigen Schrauben das Interior rausmachen, noch eine Fahrerfigur reinsetzen oder auch dann eben hinten die Auslage ein bisschen dekorieren. Da kann man sich mit dem Caballo wirklich gut austoben. Wir haben ein Lichtset mit den ganzen Gehäusen bereits im Fahrzeug verbaut. Wie gesagt, alles schaltbar über die Fernsteuerung. Dann auch das Akkufach, ja, kommt mir da sehr bekannt vor. Auch dort kann man zweierlei Akkugrößen reinsetzen. Es gibt dann einmal die Option, schlanke Akkus zu fahren. Und dann, wenn er ein bisschen dicker sein muss, dann dreht ihr das Ganze herum und könnt dann auch noch einen etwas größeren Akku fahren. Wir haben dann hier noch Kabelführungen. Die kommen mir da auch bekannt vor. Da muss man aber auch die Kabel durchführen. Das wäre nicht schlecht. So, dann haben wir hier die Empfängerbox sitzen. Die ist da auch sehr bekannt, wenn ihr mich fragt. Das sind natürlich hier nochmal ein paar neue Applikationen dabei. Nichtsdestotrotz eine zweiteilige Empfängerbox. Hinten mit drei Schrauben gesichert, vorne mit zwei. Und tatsächlich auch eine Kopie des TRX4.
Ist einfach so. Hier haben wir die Diff-Servos, die sitzen dort auch direkt nebst der Empfängerbox, was vom Chassis-Konzept her ebenfalls dem TRX4 entspricht, muss man so sehen. Und dann haben wir hier noch den Zweigangschalter, einen kleinen Servo, der dann einen sehr guten Job macht. Das weiß ich nämlich schon zufällig. Ja? Also grundsätzlich brauchen wir da nicht reden. Es ist ja auch deswegen nicht negativ, dass eines der besten Crawler-Chassis im Markt auch hier wieder kopiert wurde und das dadurch auch einen sehr, sehr guten Job macht. Ne? Was ich jetzt gut finde bei beiden Marken, dass sie hier unten ein kleines Akkufach noch drin hat. Wenn man zusätzlich noch einen Akku reinmachen möchte, wenn man sagt, ja, man möchte irgendwie noch was extra Licht. Oder die Servowinde separat mit Strom. Volle Power kriegt. Genau. Das hat auch tatsächlich das Vorgängermodell bei Traxxas. Da haben wir hier eine kleine Aussperrung. Ich mache da meistens Klebegewichte rein. Aber so wie es der Boris gerade schon sagt, man kann auch einfach einen kleineren Akku reinmachen, wenn man dann die Lichtsteuerung oder auch die Winde extra mit Strom versorgen möchte. Ne? Hier vorne dann nochmal so ein kleines Kästchen auf dem Servo geklebt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es wird wahrscheinlich auch so ein U-Bag sein oder sowas, ne? Für die Servowinde. Das ist hochtransformiert. Ja, dass er wieder den Strom wieder ein bisschen hochzieht. Und wenn wir dann das Fahrzeug mal, also ja, rein von den Dämpfern her. Ja, mal sehen. Ich habe extra RTR gelassen. Der Papa hat noch nichts rumgefummelt. Sehr gut. Das heißt, die Testfahrt wird dann da auch allgegenwärtig. So, Freunde, und ich würde sagen, bevor wir da jetzt noch viel mehr Zeit verlieren, gucken wir uns das Baby noch von unten an. Das heißt, wir haben Metallinks, die an der Stelle wahrscheinlich auch einfach nur ihren Job und Zweck erfüllen. Und dann haben wir hier auch noch sogenannte Hybrid-Antriebswellen. Das heißt, die sind zu Teilen aus Kunststoff und zu Teilen aus Metall. Und dann haben wir das Chassis einfach von unten auch gesehen. Boris, ich würde sagen, wir packen den jetzt ein in diese RC-Kiste und gehen damit mal raus zum Fahren. Freunde, ich würde mal sagen, für euch ein kurzer Zeitraffer raus an den Spot. Und zwar gehen wir heute nochmal zu dem Crawler Park, zu den RCB-Freunden in Moosburg und treffen die RC-Freunde von Bayerwald. Ich war ja letztes Wochenende nicht dabei und deswegen müssen wir jetzt noch mal eine extra Tour machen. Die Jungs vom RCB haben auch extra nur wegen Boris die Crawler-Strecke noch mal 2 Wochen stehen lassen, damit er wirklich 2 Wochenenden die Chance hat, da noch mal hinterher zu ziehen. Und deswegen heute zur Testfahrt mit dem AMX-Vlog Caballo. Los geht's! So, RC-Händler verkauft natürlich gleich mal wieder das Fahrzeug. Neo macht hier die Vorführungen. Ich habe mich mal aufgebaut. Wir sind nämlich jetzt hier draußen. Freunde, kennst du das noch? Moosburg? An der, ich hätte bald schon Donau gesagt, aber es ist ja wohl die Isar. Ja? Und der Jürgen ist am Start, Micha am Start. Der Oberland-AC guckt hier irgendwo in der Gegend rum. Zumindest habe ich sein Auto schon entdeckt, neben diesem wunderschönen Unimog. Keine Ahnung, wem der gehört, aber wow, sieht der gut aus. Und Heidschwell ist mit am Start. Der kleine Bronco ist mit am Start. Und wir machen ja jetzt dann gleich noch die Testfahrt, beziehungsweise der Neo zieht den jetzt gleich mal hier über die Strecke vom RCB. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag, das hat man brauchen können zu den Modellsporttagen. Domme ist am Start. Und hier am Sausalitos Beach ist heute noch dazu ein US-Car-Treffen, das heißt vorne am Parkplatz. Da gehen wir vielleicht nachher mal noch eine Runde rein. Beziehungsweise machen wir da vielleicht einfach ein neues Video dazu. Seht ihr dann da hinten am Eingang vom Beach hier in Moosburg. Draußen auf dem Parkplatz US-Cars, richtig nice. Da springt schon wieder einer. Den kennen wir auch irgendwo her. Richtig cool, der Thorsten wieder am Start. Ja, Freunde, Crawler-Strecke, so wie wir sie vom letzten Mal noch kennen. Servus. Und da sind schon wieder fleißig viele Autos unterwegs. Freue ich mich jetzt auch drauf. Ziehen wir mal direkt den High Trail und die Unimog drüber. Servus. Ja, sicher. Unkraut vergeht nicht. Hat vor meinem gar kein Video gemacht gehabt vom Maul hier. Nee. Vergessen, oder? Ja, dann kam schlechtes Wetter und dann war es schon vorbei wieder, ne? Dafür sind wir ja heute da. Heute bin ich dabei. Oh nein! Aber dann schaue ich heute im LKW beim Fahren zu, ist doch auch schön. So, machen wir mal gleich ein Auto fertig. Da hinten stehen sie schon wieder, die Schlinge. Schau mal her, ich zoome und zoome und zoome und zoome. Die Jungs von den RC-Freunden Bayerwald. Ich würde sagen, da gehen wir mal schnell hinter. Da winkelt sie! Da winkelt sie! Mach, ey, mach mal winke, winke! Mach mal winke, winke! Oh, auch schön! Ein Highlift Cherokee auf Axial Rave Basis. Alter Schwede! Er macht nix. Sieht doch fast alles gleich aus. Axial. Hauptsache Axial. Servus, Christi! Und mit Spaß und Freude heute dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Daniel Laschendorfer. Ja? Ja, weil ich folge dir auch.
Yeah! Ich bin der DJ Chris. Sehr cool. Ah, freut mich! Gell? Sehr geil, wir hatten es genau. Ja schon ein paar Mal. Ja, richtig, ja. Ja, sehr cool. Heute auch am Start, aber da trifft man wieder die Leute, da trifft man wieder die Elite hier draußen in Moosburg. Eine Woche später. Ja, geil, fahren wir nachher noch eine Runde zusammen. Sehr cool. Ja, ausprobieren wir mal einen Applaus, weil er so breit ist. Aber sieht geil aus. Gefällt mir. Eh so ein kleiner Cherokee-Fan. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal nach dem Rest. Ich darf hier mal schnell vorbeischleichen. Oh, hier wird schon wieder. Freunde, den haben wir letztes Mal schon gesehen. Oder? Einfach schön. Robert hochkonzentriert bei der Arbeit. Heute übrigens mit schicken Cowboy-Hut. Da stört wieder alles. Ui, da steht die Kolonne. Da steht's. Schöne Highlift Ford. Und der Fall Guy ist auch dabei. Und ab Sima Sherpa vielleicht. Cool in the Gang. Hallo Gang. Ja, alles gut. Wir sind auch endlich mal da. Du hast noch wieder kein Auto dabei. Hier steht vorne. Geh nicht mal nach links. Ey, da ist schon wieder einer. Servus. Du, dich habe ich erst gesehen in deinem Video mit mir. Ja, wir. In ungefähr so einer gleichen Konstellation. Wie mit uns hier irgendwie so. Da ist er ja. Er war vorne, ich war hinter ihm. Ja, ich freue mich einmal. Oh Gott, dann wird sich auch noch Andi, der Kameramann. Jetzt wird's richtig und geil. Und hast du ein Auto dabei? Zwei. Zwei? Ein 6x6, ein 4x4. Dann habe ich sogar drei dabei, weil ein TXWM habe ich auch. Da müssen wir dann nochmal eine Runde crawlen, wenn wir jetzt hier fertig sind, oder? Aber sicher. Machen wir. Ich gehe jetzt mein Auto fertig machen. Wir haben übrigens heute auch ein Testfahrt First Run vom Unboxing vom AMX Caballo. Okay. Deswegen sind wir eigentlich da. Echt? Das machen wir auch noch irgendwann. Ja, ist ja klar. Wenn mal der ganze Schnickschnack hier vorbei ist. Da ist übrigens Uwe. Da ist Uwe. Der ist auch dabei. Und ich bin auch dabei, das ist schon Running Gag. Ich mache jetzt mal ein Auto fertig. Ich tausche jetzt mal meinen GoPro-Akku. Kann ich kurz vor euch ein Foto machen? Truna C am Start. Richtig nice. Richtig nice. So, kleiner Chefdriver hier. Neo am Start, bist du bereit? Ja. Traxxas Cabby nach hinten gedreht? Ja. Sehr gut, Auto hat Akku drin? Ja. Erster, zweiter Gang? Los geht's. Du hast die Führung. Ja? Wir gehen jetzt mal vor zum Crawler-Eingang. Genau, zweiter Gang zum Schnellerfahren. Wie fühlt sich die Funke an? Gut, liegt gleich in der Hand. Lass mal einen Baba kurz hier. Also nicht deinen richtigen Baba. So, das ist jetzt auch schon zweiter Gang. Ja, das ist zweiter Gang. Das ist erster Gang. Das ist der Krieggang. Ja. Oh ja. Aber man kann die Geschwindigkeit, die ich jetzt auch reduziert habe, ich vorher gerade reduziert. Ah. Hier kann ich den Speed höher und niedriger stellen. Dreh mal ganz auf, bitte, für mich. So. Jetzt müssen wir ja wissen, wie das Ding funktioniert. Oh, jetzt aber. Jetzt geht er ein bisschen schneller. Ja. Oh, habt ihr das gesehen? Lichtzeit leuchtet. Das ist schon Maximalgeschwindigkeit. Was wird denn das sein? 12 km/h? 15? Oder? Ist es Max? Ja. Cool, ja. Aber es geht ja. Ich meine, schneller muss ja ein Crawler nicht fahren. Ich soll ja ein Crawler, ist ja ein Crawler. Richtig. Woohoo! Sieht gut aus. So, jetzt gehen wir mal auf die Strecke mit dem. Ja. Neo, du darfst. Du bist der Fahrer. Ich bin der Filmer. So, wir testen dann eben hier, wie gesagt, auf dem Crawler-Parcours von den RC-Freunden Burg. Was war es nochmal? Berg. Wach? Hat wieder einer seine Hausaufgaben gemacht. So, erste Sektion, so ein bisschen schlängelig. Oh ja, das wird spannend. Vor allem mit dem 6x6 wird das nachher spannend. Aber der Caballo arbeitet sich gut durch. Läuft. Jetzt kommt hier hinten gleich so ein bisschen eine Stöckchenpassage. Bei uns ist nicht so was, wir fahren auch Deutsch, aber eher die Pizzawagen-Variante. So, da kommt er schon ans erste Hindernis. So, Caballo übers erste Hindernis. Holzleiter. Diffs mal sperren. Das sollst du machen. Ja, auch Lenken dabei. Mit Schwung. Du musst
Steffen, jetzt setz nochmal zurück. So, und jetzt such dir mal eine vernünftige Auffahrtspur. Genau. Und jetzt mit Schwung. Los! Ne? Und du musst hinten auch noch sperren, Freund. Nicht immer, du sollst nicht immer gleich vorwärts Gas, sondern nochmal rückwärts. Immer korrigieren. Siehst du, jetzt musst du die zweite Hand of God nehmen. So. So ein bisschen Hilfe hier vom Profi. Ja. Muss halt auch mal ab und zu sein. So, Neo, weiter geht's. Hoch aufs Hindernis, jetzt kommen die Feuerwehrschläuche. So, jetzt Konzentration und jetzt guck mal von vorne, ob deine Reifen auch richtig auf der Spur stehen. Das muss natürlich schon checken. Vielleicht machst du auch mal den ersten Gang rein, weil du bist ja jetzt auf dem Hindernis. Das heißt, ab jetzt Kriechgang. Genau. Erster Gang, lass die Geschwindigkeit, wie sie ist. Genau. Lauf mit, sonst schiebst du nicht, wenn er die Spur verliert. Guck mal, guck mal. Du bist fast schon auf der anderen Seite unten, du musst mitlenken. Er ist nämlich gar nicht so einfach hier. Na? Genau, hoch mit dem Reifen und gucken, dass du dann immer schön ausbalanciert bleibst. Oh, 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 oh. Weiter, fahr. Lenken. Gar nicht so einfach hier. Bisschen ausgeholfen. Du solltest von vorne schauen, Neo, nach wie vor, dass du auf den Schläuchen zentriert fährst. Das muss man nämlich machen beim Crawlen. Na? Ist anders wie daheim durch den Garten fahren, oder? Mhm, ganz anders. Da ist jemand hochkonzentriert hier. Aber der Caballo macht es schon. Na? Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Fahrer drauf an. Ich will jetzt hier den Neo nicht schlecht reden, aber der Neo fährt heute, glaube ich, schon das erste Mal auf so einem Crawler-Parcours, oder? Ja. Seht ihr, Freunde? Und das dann mal gleich mit einem neuen Crawler. So, weiter geht's. Über die Strecke. Also Wendekreis von dem kleinen Bronco ist auf jeden Fall gut. Muss man wenig korrigieren, auch wenn es mal ein bisschen enger wird. So, jetzt durch die drei Reifen. Oh, fahrbildmäßig macht er schon einen sehr, sehr guten Job. Hindernis gemeistert. Weiter geht's. Jetzt kommt die Wendeltreppe in Verbindung mit der Holzbrücke. So, wir kommen zum nächsten Hindernis. Und der Neo arbeitet sich jetzt mal hier nach oben. Diffs sind gesperrt. Du musst beide Diffs sperren, vorne wie hinten jetzt. Ha? Doch, müssten jetzt gerade beide gesperrt sein. Ja, sieht gut aus. Ja. Korrigieren. Genau, wieder einlenken. Ja, könnte man jetzt vielleicht den Lenkeinschlag noch mal ein bisschen optimieren. So über ein Setting, also nicht jetzt während dem Fahren. Aber so mit der Zeit. Lenkeinschlag sehe ich da, der ist nicht ganz so scharf. Ja? Da kann man definitiv noch ein bisschen nacharbeiten. So, aber am Ende des Tages ist es wichtig, hochzukommen. Egal wie. So. Kleiner Tipp, wenn du, bevor du korrigierst, immer erst einlenken. Weil sonst korrigierst du falsch. Aber du bist jetzt fast oben. Stopp noch einmal zurück. Genau. Ausrichten. Komm mit hier rüber, Neo. Besseren Blickwinkel. Genau. Schleichwerbung für die Firma Traxxas hier. Die hatte ja zumindest mal irgendwas mit dem Chassis zu tun. Und wir haben es fast geschafft. Komm, Neo, auf geht's. Drüber über die Kante. Zeig mal, was er kann hier. Keine Angst haben. So, das nächste Hindernis ist dann auch geschafft. So, wir kriegen jetzt noch Besuch vom Robert. Der fährt jetzt mit. Hat auch mal Lust auf Spielen, nicht immer nur Filmen. Völlig verständlich. So, Neo, auf geht's. Nächstes Hindernis. Holzauffahrt. Wir werden jetzt verfolgt von dem Absima Sherpa, der zufällig auch so ein ähnliches Chassis hat. Aber schon viel, viel mehr Tuning-Teile. Zieht sich nicht mal rein. Und schon steckt er fest. Weiter im Test. Caballo. Oh, Neo zieht durch. Und Freunde, genau das ist das, was ich euch eingangs mal beim Unboxing gesagt habe. Zieht euch mal das Grün jetzt rein. Das ist so ein richtiges Bonbon. Ja? Wenn ihr das dann aber Indoor anschaut, da kommt es ein bisschen dunkler raus. Bloß jetzt in der Sonne, da knallt es ordentlich weg. Richtig schön, richtig, richtig schön.
bisschen korrigieren, genau. Und nach links. Vielleicht noch mit einer kleinen Korrektur, obwohl geht noch. Ja. Neo, das machst du super. Für das, dass du das zum ersten Mal heute machst. Wow, sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt noch runter das Bergle. Und Hindernis ist geschafft. So, hier wieder eine Entspannungspassage. Und jetzt kommt hier hinten der nächste Abschnitt. Ich glaube, das war mal eine Kinderrutsche. Die hat man umfunktioniert mit Kaffeesäcken. So eine Auffahrt. Neo fährt an. Ja, easy. So, jetzt wird's spannend. Sehr schön, sehr schön. Der Sherpa zieht nach, ohne Probleme. Aber heute geht's um den Caballo. In wunderschönem Grün. Metallic. Ja, Freunde, da steht jetzt dann bei mir auch bald ein neues Projekt an. Mit meinem TX4 Bronco 21. Bleibt's gespannt, da kommt nämlich was Schönes. Machen wir ein schönes Umbaututorial. So. Jetzt geht's hier über die Wippe. Schön in der Mitte bleiben. Ja, Robert gibt hinten ein Ausgleichsgewicht. So. Jawohl. Er hat dich einfach zurückgelassen. Naja, der Sherpa macht es auch. Der hat Gewicht, der macht es. So, weiter geht's zur nächsten Holzwendeltreppe. Da parkt schon ein Bronco im Schatten. Und jetzt geht's hier die Wendeltreppe hoch. Ist der von meinem Papa bei meinem Akku leer? Nochmal ein Sherpa. Meine Güte, hier Sherpas ja heute. So, Bronco hätte ich jetzt gesagt. Neo, das schaffst du. Ich glaube an dich. Das musst du jetzt mal alleine packen, ohne Tipps von Baba Willi. Das ist der Amevi AMX Rock Caballo. Ganz neu rausgekommen. Machen wir heute die First Run nach dem Unboxing. Das ist ein bisschen hart. Ja. Neo, der wuchtet hier richtig, Mensch. Leute, merkt ihr was? Die Ansagen und Hilfestellungen werden immer weniger. Macht es super. Könnten ja mal ein bisschen anfeuern hier unten im Kommentarfeld. Gleich mal hinschreiben, wie gut er das bis hierher gemacht hat. Jetzt wird er nervös, weil ich ein Lob. Jetzt wird es aber auch knibbelig. Jetzt wird es knibbelig. So, komm mal weiter hier vor, Neo, dass du wieder siehst, wo du langfährst, wie du das brauchst. Ah, richtig nice. Richtig nice. So, jetzt rum um die Kurve. Da muss ich vielleicht nochmal korrigieren. Genau. Nochmal eins so. Ja, bleib so. Und jetzt nach vorne wieder. Oh. Ah, da hängt er. Hey, Freunde, der macht es halt extra spannend für euch, ne? Das seht ihr mal. Mit vollem Einsatz dabei, der Neo. Das macht der gigantisch. Oh, Schräglage. Hat er auch, der Caballo? Vorsicht nach. Ja, super. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Neo. High five erstmal für die Passage, Mann. Das ist ja schon die halbe Miete hier draußen. So, RC-Freunde, das war dann eigentlich auch schon die Testfahrt mit dem Caballo bis hierher, weil ich lasse den Neo jetzt mal alleine noch die Tour zu Ende fahren. Ansonsten wird es einfach zu lang. Wir werden definitiv noch einen anderen Content sehen, denn ich bin auch mit dem Unimog 6x6 heute unterwegs. Aber es geht ja nach wie vor im Video noch um den Amevi AMX Rock Caballo. Und dafür möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch geteilt haben, weil ich bin jetzt doch sehr positiv überrascht, wie der dann aus dem Karton heraushüpft, beziehungsweise aus der Styroporbox. Die Styroporbox finde ich richtig cool, dass es die mit dazu gibt, weil wir haben ja ansonsten RC-Taschen oder müssen uns andersweitig behelfen, um unsere Fahrzeuge dann draußen zu transportieren. Ich zum Beispiel nehme dann immer gern die Taschen von M-Drive her. Da habe ich jetzt auch die große Crawler-Tasche für meinen 6x6 heute genommen. Das passt da sehr gut. Aber wenn man natürlich jetzt wieder Ausgangslage, Familienvater oder ähnliches und man kauft jetzt für sein Kind ein Fahrzeug, mit dem man dann natürlich auch eine Aufbewahrung gleich mitbekommt, dann ist das natürlich viel vorteilhafter, wie wenn ich jetzt dort nochmal etwas nachrüsten muss. Hier werde ich jetzt gerade von kleinen RCs besucht. Bin mal gespannt, wer hier am Steuer hängt. Ja, Freunde. Nein, also deswegen der AMX Rock Caballo. Definitiv auch ein Tipp.
Also ich finde jetzt für seine 400 Paar zerquetschte eigentlich ein sehr, sehr gutes Set. Ihr bekommt ja wirklich alles in dem Fahrzeug mit rein, bis auf Akku, Ladegerät und meiner Meinung nach Soundmodul. Das ist so ziemlich das Einzige, was da noch fehlt. Ihr habt das Licht, ihr habt keine Karo-Klammern auf dem Chassis, ihr seht nichts. Der Verschluss ist dort schön gemacht. Die Reifen, das sind so ein bisschen Art so Proline Hyrax-Imitate. Die sind ein bisschen härter, ja. Ist auch der Schaumstoff innen drin etwas härter gewählt, aber man muss ja immer berücksichtigen, das Ganze ist jetzt als Rock-Terrain-Crawler so ein bisschen aufgebaut worden seitens Amebi und deswegen passt das schon. Man wird ja sowieso über kurz oder lang immer mal wieder was verändern, wenn es um Reifen oder um das Thema Felgen geht. Der ein oder andere möchte da noch Tuningteile hinbauen, aber ich persönlich muss schon sagen, für den Lieferumfang, den ihr bei dem AMX Rock alternativ auch mit dem Caballo bekommt, der ist da schon sensationell gut. Das muss man den Jungs da einfach mal lassen. Es fehlt natürlich die Lizenz. Kann man sich drüber ärgern, aber ich kann euch auch sagen, wenn man die Lizenz zu so einem Fahrzeug dann noch erwerben möchte, dann hätten wir schnell statt 429 Euro die 529 Euro stehen und dann sind wir ja wieder in dem Bereich, in dem sich dann beispielsweise Mitbewerber, Großmarken wie beispielsweise Traxxas dann auch bewegen. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Für mich, wie gesagt, eine gute Alternative für den mittleren Preissektor, auch, sage ich mal, auf Augenhöhe mit einem Absima Sherpa, eine sehr, sehr gute Wahl. Und natürlich mit der Bronco-Karosserie braucht man nicht reden. Da hat man mein Herz natürlich auch etwas mehr erwärmt, wie jetzt beispielsweise mit dem alten Jeep. Nichts gegen die Jeeps in dieser Welt, aber ich habe es ja schon mal gesagt, sobald ein Jeep auf dem Chassis draufhockt, dann ist meine Aufmerksamkeit leider nicht ganz so hoch wie bei einem Ford Bronco aus dem Jahre 21. Da habe ich euch gerade auch schon angekündigt, da wird es jetzt bald ein Projekt geben. Wir werden dem TX4 eine neue Karosserie spendieren, das heißt einen neuen Bronco 21 in einer alternativen Farbe. Die es dann so bei dem Modell RTR auch nicht gibt. Deswegen, Freunde, bleibt dabei. Und wen das dann interessiert, beziehungsweise wen dann dieses Video gefallen hat, unterhalten hat und er jetzt auch schlauer ist, wenn es um den AMX Rock Caballo geht, der lässt gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn das noch nicht passiert ist und aktiviert schlussendlich die Glocke, damit ihr nichts verpasst, wenn hier ein neues Video erscheint bei Waxus RC TV. Freunde, ich gehe jetzt mal eine Runde crawlern. Schön, dass ihr dabei wart und habt Spaß mit eurer RC-Community.